noch an die Existenz der heidnischen Mächte geglaubt hat und ihre Kraft nicht unterschätzte. Die Sagen berichten weiter, dass Olaf Tryggvason die Gebeine des Königs Ögwald als Beweis dafür nahm, dass Königsblut in seinen Adern floss. Stammte er nicht auch direkt von den Göttern ab? Denn schließlich hatten die alten Mächte das Geheimnis von Ögwalds Grab nur ihm berichtet. Die Gebeine ließ er in christlichen Bodenbetten. Noch eine christliche Legende trägt zum Ruhm Olafs als Vertreiber des Heidentums bei. Eines Tages sei ein Schiff mit Magiern nach Avaldsnes gekommen, die Olaf verzaubern wollten, weil er den Christus anbetete. Doch der Zauber fiel über sie selbst. Olaf nahm sie gefangen, fesselte sie auf einer Sandbank und ließ sie durch die Flut ertränken. Es wird gesagt, dass Olaf Tryggvason auf diese Weise das Heidentum in Avaldsnes ertränkt hat. Aber das stimmt nicht, weil die Menschen noch lange Zeit an die heidnischen Mächte geglaubt haben, bis in unsere Tage. Meine Großmutter glaubte zum Beispiel noch fest an unterirdische Wesen, die kleine Ausgabe der Götter. Auf dem gefährlichen Weg durchs Gebirge, weiter nach Norden, konnten wir die Hilfe der alten Götter gut gebrauchen. Auch wenn mein Begleiter es weiter strikt ablehnte, ihre Existenz auch nur im Entferntesten anzunehmen. Wir Menschen der Wikingerzeit nannten es Sivaskipti, den Wandel der Sitten. Auch wenn wir nun den weißen Christus anbeteten, so war der Glaube an unsere alten Götter doch sehr lebendig geblieben. Sie standen uns in schwierigen Situationen bei, waren unsere Hausgötter, die wir zu jeder Zeit wegen schlechten Wetters, einer schlechten Ernte oder wegen einer gefahrvollen Reise anrufen konnten. Deshalb wechselten die Wikinger eigentlich sehr gelassen zum Christentum über. Christus war doch nur ein neuer Gott unter vielen. Doch das mochte Martin nicht hören. Wie viele Sommer und Winter sind seitdem nicht vergangen. Doch, Christus war für uns in dieser Zeit nur einer unter vielen Göttern, der gemeinsam mit Odin und Thor in Asgard in der Burg der Götter auf Island zu Hause sein konnte. Seine Botschaft von Güte und Nächstenliebe traf die Herzen der Menschen und machte Hoffnung. Ganz anders als die Gnadenlosigkeit der neuen Könige, die sie auf ihn beriefen. Vor Einbruch des Winters wollten wir zur Mündung des Flusses Nida gelangen, ins Tröndelag, wo sich Erik Jarl, der Sohn des ermordeten Håkon Jarl, mit seinem Heer aufhalten sollte. Dort wollte Martin die gute Kunde von Jesus Christus verbreiten und ich von dort im kommenden Frühjahr nach Island fahren. Mir war plötzlich, als wenn aus weiter Ferne ein zauberhafter Gesang zu uns wehte. In den altnordischen Liedern und Legenden ist häufig von Seherinnen die Rede, von zauberkundigen Frauen, die das Schicksal der Menschen vorhersehen können. Selbst dem Christenkönig Olaf wird als Skandinavier, später von deutschen Bischöfen angedichtet, er habe aus Vogelknochen die Zukunft vorausgesehen. Deshalb sein Name Tryggvason, was so viel heißt wie Krähenbein.
An allen großen Wikingerhöfen im Norden hat es diese Seherinnen gegeben. Wie die Skalden, die fahrenden Dichter und Sänger auch. Schon die Germanen haben an die geheimen Kräfte dieser Frauen geglaubt und ihre Vorhersagen hoch geschätzt. Die christliche Kirche bekämpft mit allen Mitteln Magie und Zauberei, welche die Menschen auf Abwege bringen. Bischöfe und Priester versuchen, den Aberglauben aufzuspüren. Im christlichen System ist nicht wahnsinnig viel Platz für diese Seherinnen. Das heißt, man kann sich eigentlich nur vorstellen, dass die mit Zauberei operieren, um ihre Vorhersagen zu treffen. Und in der ganzen Missionszeit ist Prophezeiungen, Vorhersagen, alles was mit Seherei zu tun hat, gehört zur Magie und wird auch bestraft. Ich spürte die Trolle und Zwerge, die uns von überall beobachteten. Sie versteckten sich hinter den Felsen und Bäumen. Mönch Martin war sich nun nicht mehr sicher. Er hatte zornig die Existenz von magischen Wesen bestritten. Gott hätte doch den Erzengel in die Welt gesetzt, um den Teufel ein für alle Mal zu vertreiben und alle Zauberei mit ihm. Man hatte uns von der schönen Ragnhild erzählt, der Schwester des Erik Jarl von Lade. Wir waren an dem großen Hof angelangt, der einst seinem Vater Håkon Jarl gehört hatte, den Olaf Tryggvason ermorden ließ, um die Macht in Norwegen an sich zu reißen. Nun konnte der Winter kommen. Wie so oft erzählte ich am Feuer wieder die Geschichte vom heulenden Wolf, der an seinen Ketten zerrt, bis die Fessel reißt, vom Jallahorn, das die Endzeit verkündet, und dem berstenden Stamm des Weltenbaums Yggdrasil. Und vom letzten Menschenpaar, das der Erde einst neues Leben geben wird, und von dem goldenen Saal zu Gimle, in dem die Treuen wohnen und immerwährende Wonne genießen. Als der Frühling kam, waren Ragnhild und ich ein Paar geworden. Der Mönch Martin dagegen hatte es nicht leicht. Man achtete ihn als Gast, aber er wurde häufig verspottet. Es musste ein merkwürdiger Gott sein, der von einer Jungfrau geboren wurde und dessen Vater man nicht sehen konnte. Vor allem lästerten die Bewohner des Hofes darüber, dass dieser Gott an ein Kreuz genagelt gewesen war und vom eigenen Vater verraten nicht wusste, wie er seine Feinde besiegen sollte. Still wurden die Menschen allerdings, wenn Bruder Martin vom himmlischen Paradies erzählte, in das alle Toten gelangten, wo ihre Seele immer in Kontakt mit der Welt der Lebenden stehen würde und dass man eines Tages sogar wieder neu geboren werde. Gewaltige Unwetter zogen auf. Wir ahnten, dass es nicht mehr lange so friedlich bleiben sollte. Im Gefolge Christus war ein neuer Dämon in unsere Welt gekommen. Im Sommer des Jahres 999 kommt König Olaf Tryggvason mit einer riesigen Flotte unter dem Schutz des Christengottes. Mit heiligen Messen an Bord der Schiffe und auf dem Schlachtfeld durch seinen Bischof Sigurd lässt er sich diesen Schutz immer wieder bestätigen.
Er überfällt die Häfen der heidnischen Jarle an der norwegischen Westküste. Sein Hauptziel aber ist das Machtzentrum von Erik Jarl in Lade, am Ende des langen Fjords an der Mündung des Flusses Nida. Wikinger kämpfen wieder gegen Wikinger. Wochenlang wogt der Kampf, bis Tausende ihr Leben gelassen haben. Der siegreiche König Olaf wollte nun Ragnhild besitzen und zu seiner Frau machen. Sie wies ihn stolz ab und er nahm sie mit Gewalt. König Olaf Tryggvason ist unersättlich. Er will auch Island unter das Christentum zwingen und damit auf der Vulkan- und Gletscherinsel im nördlichen Atlantik seine Herrschaft etablieren. In Norwegen nimmt er die dort lebenden Isländer als Geisel und droht sie umzubringen, falls Island nicht zur kommenden Jahrtausendwende den Übertritt zum Christentum beschließt. Das spielte sicherlich mit auch eine Rolle, dass Olaf Tryggvason sich nicht nur als Bekehrer Norwegens, sondern auch als Bekehrer Islands fühlen wollte. Und deswegen da im Sommer 999 die Isländer, die sich in Norwegen aufhielten, einfach festsetzte oder in Geiselhaft nahm, um Druck auf das Althing in Island auszuüben. Und die wenigen, die er fahren ließ, bekamen die Botschaft mit, er lässt die alle töten, wenn Island nicht zum Christentum übertritt. Nur 140 Jahre zuvor, gegen 860, sind die ersten Siedler von Norwegen auf den 1500 Kilometer langen Seeweg nach Island aufgebrochen, als Verwandte oder Flüchtlinge, um dort eine neue Heimat zu finden. Die alten Sagas erzählen von drei Raben, die ihnen damals den Weg nach Island gezeigt haben. 8 Tage sollte unsere von häufigen Stürmen begleitete Überfahrt Richtung Nordwest dauern. Martin hatte für meine Ragnhild an einem stillen Ort im Wald eine Totenmesse gegeben. Nach alter Sitte war sie verbrannt worden. Und wir waren Teil eines üblen Plans von Olaf Tryggvason geworden. Wir sollten dem Althing, dem alljährigen Gerichtstag der Isländer, am großen See im Westen der Insel, Olafs Forderung mit überbringen. Alle Familien auf den verstreut liegenden Höfen erkennen den weißen Christusgott an und schwören Odin ab. Oder er lässt ihre Angehörigen in Norwegen töten. Der Krieg war nun in der Urheimat der alten Götter angekommen. Die ersten Siedler haben auf Island nur unfruchtbares, ödes Land vorgefunden. Ackerbau und bescheidene Viehzucht ist allein zu Füßen der Lavaberge in den Küstenregionen möglich. In 1,5 Jahrhunderten hat sich ein besonders freies politisches und religiöses Leben entwickelt. Es gibt heidnische und christliche Siedler, die in Frieden miteinander leben. Aber es gibt auch Sklaven, vor allem aus Irland. Keltische Frauen, die als Beute von Wikingerzügen mitgebracht und auf Island die Mütter der kommenden Siedlergenerationen werden. Um das Jahr 1000 fällt durch Olaf Tryggvasons Forderung nach vollständiger Christianisierung politischer Druck und Endzeitstimmung zusammen. Man fürchtet, dass die Hekla, der gewaltige Vulkan der Insel, bald wieder ausbrechen wird. Erdbeben gibt es viele in diesen Jahren. Die Elite der Insel sind 39 Häuptlingspriester, die seit 930 einmal pro Jahr am Nordufer des Sees Thingvallavatn